das ich bekomme zu Broken Hill Nuclear Power Station, also von Plasma Incorporated. Heute spiele ich in einem Kernkraftwerk herum. Es fängt hier super an. Es fängt super mit Alarm und so an. Ich bin der Gruppe Plasma Incorporated beigetreten und deshalb habe ich eine Taschenlampe, falls das... Okay, das ignoriere ich einfach. Direkt am Anfang einfach Alarm. Evakuieren. Ich bin schon radioaktiv verstrahlt. Ich habe so ein Strahlenmessgerät. Je mehr das piepst, desto mehr Radioaktivität ist da. Scram, das gottverdammte Ding! Drückt irgendjemand Scram? Junge! Scram, wo ist Scram? Stopp, Scram! Scram, ich hab Scram gedrückt! Nein! Fehlgeschlagen! Scram ist fehlgeschlagen! Reaktor ist immer noch in einem kritischen Zustand. Und ich habe keine Ahnung, was das Ding da in der Halle ist. Ich hab's doch geklickt! Okay. Ist explodiert. Hat Bumm gemacht. Reaktor 2 ist destabilisiert. Wir müssen uns Ram in Reaktor 2 jetzt drücken, um eine weitere Explosion zu verhindern. Ernsthaft? Du musst mich doch... Du veräppelst mich doch, oder? Ich hab Scram gedrückt und das Ding ist trotzdem in Drücken. Mal gucken, wie... Okay, hier beim Tablet kann ich gucken, wie es in den Reaktoren geht. Weil es sind explodiert, deshalb ist alles wieder auf Standard. Man kann das Ding hören. Okay, das Ding ist hier jetzt völlig am Rausfassen. Hört ihr das? Das ist komplett am Ausrasten. Das Missgerät ist komplett am Ausrasten. Hilfe. Ich muss hier raus. Ich bin Plasma Incorporated Gruppe beigetreten und deshalb habe ich die Taschenlampe und das Medkit. Das Strahlenmessgerät und das Tablet habe ich mir mit Robux gekauft. Wegen der Strahlung muss ich immer wieder das hier machen. Ich muss hier weg. Ich bin verstrahlt. Hilfe. Hallo? Bitte helfen Sie mir. Ich bin verstrahlt. Pizza! Yay! Habt ihr das gehört? Das Ding ist gerade eben voll ausgerastet. Pizza! Okay. Der hat halt einen strahlenden Schutzanzug. Keine Ahnung, wie das. Show Rank. Reparaturszeug. Ui. Und oben. Und Rebell. Reaktor wird hochgefahren. Ich bin gerade eben in Reaktor 2. Die Temperatur steigt schon. Pizza, 100% knochenlos. Okay.
Guck mal hier, hier habe ich auch noch so einen kleinen Mini-Foxy. Also je weiter das runter geht, desto mehr Energie produziert das, desto höher der Druck ist der Druck und desto höher ist die Temperatur. Guck mal, der Druck fängt jetzt auch an zu steigen. Steigt. Also hier gibt es versteckte Geheimnisse, wie zum Beispiel das hier. Minus 3 ist barrikadiert. Und keiner hat eine Ahnung, was in minus 3 ist. Warte. Sind hier irgendwo Vents vielleicht? Ich erinnere mich, dass irgendwo hier in diesem Raum Vents sind. Warte. Wie kann das Ding nicht ausrasten? Das ist radioaktiver Müll. Das Ding ist da drin und das Ding rastet nicht aus. Nordwestausgang. Ich erforsche mal Warenhaus. Da vorne ist ein geheimer Eingang. Ich werde euch gleich zeigen, was da drin ist. Okay. Hier ist noch mehr radioaktiver Müll. Hier ist so viel radioaktive Stoffe. Weil wir sind im Kernkraftwerk. Da vorne ist Generator. Und ihr bekommt sogar ein Abzeichen. Wartet. Da hinten, wenn ihr das Zeug hier berührt. Dafür bekommt hier schockierend. Okay, es gibt auch noch andere. Zum Beispiel da vorne gibt es einen Container hier. Wenn ihr auf den drauf seid, dann bekommt ihr ein Abzeichen. Wieso ruckelt das Auto so? Sieht mal, wie das Auto ruckelt. Da vorne hier bei den Röhren, da gibt es dahinter ein Ventil. Wenn ihr das dreht, bekommt ihr ein Abzeichen. Das habe ich schon. Hier vorne sind die Rebellen. Keine Ahnung, was die Rebellen machen. Es gibt auch noch ein geheimes Labor, was dich zu einem geheimen Spiel bringt. Junge, das Auto ist komplett am Ausrasten. Sieht ihr, wie das Auto ruckelt? Ich hab's Gefühl, ich hab's Gefühl, das Auto geht vielleicht kaputt oder ist schon kaputt. Okay. Hallo, wieso fährt's nicht? Ah ja. Oh ja. Stellt euch mal vor, das Auto macht so. Dr. Ben Truman, please place secure line call to line 7. Hier, guck mal. 5. Warning. Reactor core is at critical. Ich glaube, das hier, guck mal. Das hier ist, hier geht es zum geheimen Spiel. Plasma Underground Research Lab. Das ist das geheime Spiel. Niemand spielt es, also gefühlt niemand. Dann gibt es auch hier noch einen Zugang zu der geheimen, zu geheimen Sachen. Gibt es auch in den Vents. Wir spielen ein bisschen Among Us. Hallo? Der Server ist gerade eben komplett am Laggen. Keine Ahnung, was. Der Server ist gerade eben komplett am Lecken. Der Server leckt komplett. Junge. Notausgang. Ich frag mich, wo der hinführt. Ah! Es gibt eine geheime Tür im Boden einfach. Und ich stecke fest.
Ah! Wieso lädt's immer hier, wenn ich runterfalle? Der Raketenkontrollraum. Ich war hier schon mal. Da vorne ist ein Vent. Nö, das ist nicht, was ich euch zeigen wollte. Also dieses grüne Ding, was man da vorhin gesehen hat, der war wahrscheinlich irgendwo hier unten und hat so geheimes Ding gefunden. Das ist wie Labyrinth. Wir kommen immer tiefer. Das ist das wieder. Der leuchtet schon grün. Ah, hier ist der geheime Raum. Wenn ihr das hier berührt, bekommt ihr das Abzeichen. Und das passiert. Komplett grün. Ekelhaft. Junge. Dem Server geht's überhaupt nicht gut. Der Container ist im Boden drin. Was ist hier los? Reactor core is at critical. Mhm. Die Reaktoren tun schon überhitzen und haben schon hohe. Die haben schon hohe Temperatur und Druck. Ich erhöhe. Das sind zu viele Leute. Deshalb ist der Druck von 2 nicht so hoch. 1 und 2. Also es gibt 3 Enden. Blowout, wenn das in die Luft geht. Wenn das 10 Tage lang im Dienst ist, also 4 Stunden. Wenn das 4 Stunden lang im Dienst ist, das Kraftwerk. Und dann, ich glaube, explodiert. Und wenn der erste Reaktor explodiert, aber der zweite gerettet wird. Aber das ist gefühlt unmöglich, dass der zweite Reaktor gerettet wird. Komm schon, das Ziel vom Spiel ist es da. Ah, aber ich will hier nicht 4 Stunden warten, bis ihr das eine Ende bekommt. Gott. Aber einfach wie random am Anfang das Ding explodiert ist. Einfach random am Anfang. Erste Security Warning. Ich ignoriere. Ein kleiner Tipp, macht das nie im echten Leben. Macht das nie im echten Leben. Wenn das im echten Leben in die Luft ginge, dann, ja, gibt's eine radioaktive. Oh Gott! Gibt's eine radioaktive Katastrophe wie in Tschernobyl. Wisst ihr, was Tschernobyl ist? Das ist dieses Kernkraftwerk irgendwo in der Ukraine, das in die Luft gegangen ist und dann ein 30 Kilometer Ummesser radioaktiv verseucht hat. Warning. Reactor core is at critical. Minecraft. Geh aus meinem Zimmer raus, ich spiele Minecraft. Das und die Pool. Was? Was für... Nice. Lol. Dieses... Kennt ihr dieses Pool-Dings da? Warte, ich habe eine Idee.
Jetzt kann man nur noch hoch machen. Runter machen. Lol, man kann hoch und runter machen, auch wenn das Ding darüber ist. Ich habe mal jemanden gesehen, der hat das da über das Rote gemacht. Aber ich konnte es trotzdem drücken. Geh mal. Oh, fuck the Burning Roads. Drittes Secure! Deshalb solltet ihr sowas nie im echten Leben machen. Es ist von den Wächtern völlig legal, dich zu erschießen, wenn du sowas machst. Wenn es 3 Warnungen bei sowas gibt, dürfen sie dich erschießen. Wenn sie dir 3 Warnungen gegeben haben und du die Warnungen ignoriert hast, dann dürfen die dich erschießen. Beziehungsweise festnehmen. Yo, hier sind so viele Leute einfach. Hier sind viel zu viele Leute. Okay, das Kühlmittel hier wird knapp. Überdruck. Was passiert, wenn es... Junge, einfach wie alle die Typen hier die Warnungen von den... Wächtern ignorieren. Einfach random die Warnungen von den Wächtern werden ignoriert. Warning. Reactor core is at critical. Yo. Gott. Wir begehen so einen Riesenfehler. Ein Glück, dass das ein Videospiel ist. Wenn es im echten Leben ist, wird es, ja, gefährlich. Mach sowas nie im echten Leben nach. Das sage ich euch jetzt zum, wievielten Mal nochmal? Okay. Okay, Reaktor 2 ist schon... Wo sind wir gerade? 1. Also bei Reaktor 2 ist der Druck auch schon rot. Kritische Überdruck. Hm. Kann nicht mehr weiter hoch machen. Hm. Aber bei beiden wird die Kühlmittel knapp. Aber bei beiden wird es wieder mehr. Aber es herrscht immer noch riesiger Überdruck und Überhitzung. Hallo. Lol, einfach random dem Gang gelieft. Alles ist gut. This is fine. Alles ist gut. Ja, alles ist gut, auch wenn es kritische Überdruck gibt. Ich glaube, bei 10, beim Druck 10.000 gibt es hier Error. Guck mal hier, hier wird auch der Kreislauf davon gezeigt. Hier ist Kühlmittel. Hier die Reaktoren. Das wird dann hier durch den Kühlturm. Der Dampf kommt dann hoch, dann kühlt sich ab, dann kommt es wieder als Wasser runter und das wird dann, ja, Kreislauf. Also die Kühltürme, die lassen nicht nur das Dampf ab. Das tut auch, wenn das tut das auch das Wasser, der Dampf ist eigentlich erhitztes Wasser, wenn das sich wieder abkühlt, dann tut hier das Wasser wieder in den Kreislauf laufen und das wieder kühlen. Und wenn das wieder heiß ist und dampft, dann wird es wieder zum Kühlturm geleitet, wo das sich dann abkühlt und dann zu Wasser wird und dann wieder in den Kreislauf gemacht wird. Das ist ein geschlossener Wasserkreislauf im Kernkraftwerk. Aber trotzdem ist das alles hier gefährlich. Zum Beispiel. Lup. Hier sind die Reaktoren, die sind basiert auf Tschernobyl. Gesunder Rauch. Das hat gesunden Rauch, also gut. Hier ist das Spent Fuel.
Ja, Spent Fuel Dings. Da werden die Brennstäbe reingemacht, damit sie sich abkühlen. Und wenn man oben schwimmt, dann wird man tatsächlich nicht radioaktiv verseucht. Ah, zu laut. Ah. Lass doch mich hier bitte um. Okay, jetzt. Evakuiere mich. Laut, die Alarme sind laut. Hä, die Alarme sind doch ausgeschaltet. Da stand, dass die Alarme ausgeschaltet sind. Okay. Offline, offline. Wir sind gerade in Reaktor 2. Scram, drück den Scram! Er ist ab. Ist. Rein da. Reaktor ist destabilisiert. Strap-Knopf muss gedrückt werden. Ja, ich bin schon so schnell wie möglich. Reaktor, komm schon, rette den Reaktor. Das war's, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat und ihr Lust habt auf mehr, also nichts mehr Explosion, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr einen weiteren Part von dem Kernkraftwerk wollt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und like das Video, wenn ihr noch nicht abonniert seid. Abonniert bitte. Und drückt die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Bis dahin. Ciao, ciao. Und ich bin wieder radioaktiv verseucht.